Grüß Gott, Kinder. Habt ihr schon mal was von Schlossgespenstern gehört? Sicher. Natürlich weiß man, dass es keine Gespenster gibt. Und selbst der Pumuckl, der doch zu den unsichtbaren Wesen gehört, hat noch nie eines gesehen und hält sie für ein glattes Märchen. Aber es gibt so alte, etwas versponnene Leute, die behaupten steif und fest, dass es Schlossgespenster gibt. Jakob, der alte Diener der Gräfin zur Linden, gehört zu diesen Leuten. Aber wahrscheinlich glaubt er deshalb daran, weil er lange auf dem etwas düsteren gräflichen Schloss gelebt hat und es in dem alten Gemäuer eben mal immer irgendwo raschelt und knistert und knarzt. Seit ein paar Jahren ist die Gräfin in ihre Stadtwohnung gezogen, die mit wunderschönen alten Möbeln eingerichtet ist. Wie ihr vielleicht wisst, ist Meister Eder als Fachmann für Reparaturen von alten Möbeln weithin bekannt. Er kennt die Gräfin und sie ihn. Und eines Tages fuhr wieder der gräfliche Wagen vor Eders Werkstatt vor und der Chauffeur zusammen mit dem Diener Jakob luden vorsichtig eine kleine Kommode aus und brachten sie zu Eder. Sie stellten die Kommode ab und der gräfliche Diener Jakob sagte ehrfürchtig: 16. Jahrhundert. Ein Stück aus unserem Schloss. Die Frau Gräfin lässt bitten, die etwas beschädigten Intarsien wieder zu ergänzen. Ja, ist gut. Die Feuchtigkeit auf dem Schloss, wissen Sie. Ja, da ist ein bisschen aufgezogen. Ah, das kriegen wir schon wieder hin. Aber eine rechte Tiftelarbeit ist schon. Also lassen Sie es nur da. Das Stück soll jetzt in der Stadtwohnung stehen. Da kommt es mehr zur Geltung, sagt Frau Gräfin. Ja, da hat schon recht. Frau Gräfin möchte es nicht zu lange bei Ihnen herumstehen, wissen. Es ist sehr wertvoll und die Gefahr, dass... Ja, es ist mir auch lieber, wenn ich es wieder draußen habe. Sie können es übermorgen wieder abholen. Frau Gräfin wird Ihnen sehr zu Dank verpflichtet sein. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen und sagen Sie der Frau Gräfin einen schönen Gruß. Dankeschön. Ich werde ihr den Gruß übermitteln. Ich möchte mich auch nicht länger herumstehen wissen und wäre Ihnen zu Dank verpflichtet, wenn Sie auch von mir einen Gruß an die Frau Gräfin übermitteln möchten. Ich bin nämlich auch aus dem 16. Jahrhundert und meine Innereien leiden unter dieser Feuchtigkeit. Mein Pumuckl, da hast du aber gut aufgepasst. Was ist das eigentlich in Dingsbums? Intarsien. Das ist ein Land bei Italien. Na, Pumuckl, das ist eine Einlegearbeit. Schau, das Muster, das da im Holz drin ist, das hat vor ein paar hundert Jahren ein Schreiner handgeschnitzt und eingelegt. Schön, gell? So. Sehr schön ist es. Wie von Holzwürmern gemacht. Du legst aber nie was in das Holz rein, oder? Nein. Heutzutage ist das abkommen. Aber die Frau Gräfin hat viel so alte Sachen. Lauter so alte Sachen. Ja, dort jetzt staunen, wenn sie das sehen kannst. Vielleicht hat sie kein Geld, kann sich keinen neuen kaufen. Doch. An die Wände hängen lauter alte Uhren. Die dicken durcheinander und an der einen Wand sind alte Schwerter aufgehängt. Ja, alle von den gräflichen Ahnen. Ja, sogar eine echte Ritterrüstung steht in einer Ecke, die der Urgroßvater von der Gräfin auch wirklich tragen hat. So viele Uhren? Ja, große und kleine. Uhren? Uhren, ja. Uhren? Und die dicken ganz hell, die einen, und die anderen ganz tief. Und bei einer, da tanzt alle Stunde ein Mandel um zum Glockenspiel. Ui, wie schön. Mhm. Ui, das muss aber schön sein. Und die Schwerter, die ticken auch? Nein, die klirren. Die klirren. Das weiß ich. Aber nicht allein, jedenfalls. Nein, da muss man schon dran klopfen, bis die klirren. Gell? Ja, du brächtest sie schon zum Klirren, wenn du es nur runterschmeißen darfst. Oh, weißt du was? Das will ich mir anschauen. Die Uhren und die Schwerter und die Rüstung. Und wenn du die Kommode zurückbringst, dann gehe ich mit. Ja, das geht mir gerade noch ab. Schön. Du darfst in der gräflichen Wohnung allerhand Unsinn anrichten. Nein. Lieber nicht. Doch, lieber schon. Nein. Außerdem bring ich die Kommode ja nicht hin, sondern sie wird wieder abgeholt. Ach so. Ja. Dann kann ich die vielen Uhren. Ui, doch, dann werde ich eben einfach mit abgeholt. Du unterstehst dich. Ich will der Frau Gräfin keinen Ärger machen. Nein,
Du bleibst da. Verstanden? Verstanden habe ich es schon. Okay. Aber mein Einverständnis zum Verstehen kann ich dir leider nicht mehr übermitteln. Wieso? Ich glaube nämlich, dass Kobolde in gräflichen Gemächern aufs Gemächlichste hinpassen. Na, das glaube ich nicht. Doch, ich schon. Aber da braucht man heute gar nicht streiten. Bis übermorgen ist noch viel Zeit. Ach, wir werden ja sehen. Es war leider nicht genug Zeit, um den Kobold die Erzählung von den gräflichen Herrlichkeiten vergessen zu lassen. Aber er redete nicht mehr drüber. Als dann die Kommode abgeholt wurde, ließ sich tatsächlich der Pumuckl mit abholen. Er setzte sich gemütlich drauf und fuhr so mit in die Stadtwohnung derer von Zurlinden. Meister Eder hatte nicht übertrieben. Sie war geradezu ein Paradies für Kobolde. Schon allein der Kristalllüster mit den vielen glitzernden, geschliffenen Glasstückchen war ein Erlebnis. Mit einem Satz, den nur Unsichtbare machen können, sprang er hinauf. Wie fein das klirrte. Oh, oh, das ist ja eine klingende, singelnde Schaukel. Schön durcheinander klimpern, so. Oh, oh, das ist ja wie Musik. Wie Koboldsmusik. Da fällt mir direkt ein Lied ein. Mit Geflüster sitz ich im Lüster. Meister Eder, jetzt müster. Die Stirn runzeln düster, doch ich spring in die Rüster. Nein, Rüstung, Rüstung mit einem Sprung. Hui! Hey, du. Hallo, steh nicht so dumm da, du Silbermann. Klingst aber sehr hohl. Ob ich da mal reinklettern soll? Ich mag da nicht reinklettern, das ist zu dunkel drin. Ich gehe lieber zu den Schwertern. Da, da. Ui, die sind ja wirklich sehr schön. Schöne Schwerter. Ui, sind die schön. Das wäre gut für Meister Eder zum Wurst herunterschneiden. Ob die runterfallen, wenn man an dem Nagel herumnagelt? Mal probieren. Jakob? Jakob, waren Sie das? Hallo, Jakob. Frau Gräfin wünschen. Oh, da liegen ja zwei von den Schwertern auf dem Boden. Darum habe ich eben nach Ihnen gerufen. Ich dachte, Sie wären hier. Die Schwerter sind, Sie sind, Frau Gräfin, gestatten. Aber das geht nicht mit rechten Dingen zu. Aber Jakob, wenn etwas runterfällt, geht es immer mit rechten Dingen zu. Die waren eben schlecht aufgehängt. Mit Verlaub. Sie waren von mir eigenhändig aufgehängt und wenn ich etwas aufhänge, hängt es gut. Ja, das kann schon sein. Aber sehen Sie doch mal hier. Da ist ein Nagel aus der Wand gebrochen. Obwohl kein Mensch im Zimmer war. Erlauben Sie, Frau Gräfin, aber mir schaudert. Ach, aber machen Sie doch kein Gesicht, als hätten Sie es mit Gespenstern zu tun. Ich bitte, ein solches Gesicht machen zu dürfen. Denn wir haben es mit Gespenstern zu tun. Also von mir aus, wenn Sie es glücklich macht. Aber lassen Sie bitte den Nagel eindübeln. Vielleicht ist Ihr Gespenst so nett und hilft dabei. Nicht spotten, Frau Gräfin, nicht spotten. Hören Sie doch bitte mit den Geschichten auf, mit denen Sie uns schon als Kinder auf Schloss Althausen geängstigt haben. Ich bin doch über das Alter hinaus. Außerdem sind wir hier in der Stadt. Ich habe noch nie etwas von Stadtgespenstern gehört. Ich darf Frau Gräfin zustimmen. Ich habe auch noch nicht davon gehört. Jedoch immerhin haben Sie etliche Möbel vom Schloss kommen lassen. Diese Kommode zum Beispiel und... Ja, und da wurde ein Gespenst versehentlich mit eingepackt. Also solchen Unsinn habe ich wirklich noch nie gehört. Ich gebe zu, dass dieser Vorgang ungewöhnlich wäre, Frau Gräfin. Aber warum sollte ein Gespenst die günstige Gelegenheit eines Transportes nicht wahrnehmen und... Also genug, Jakob. Bitte, bringen Sie das wieder in Ordnung. Wie Frau Gräfin wünschen. Der Nagel wurde eingedübelt. Da Pumuckl kein Gespenst sein wollte, das so nett ist und hilft, verhielt er sich ganz ruhig. Erst wieder, als er allein im Zimmer war, setzte er seine Entdeckungsreise fort. Meister Eder hatte doch von Uhren gesprochen. Kleinen und großen. Wo waren die?
Er entdeckte sie im übernächsten Zimmer. Ist das ein Geticke und Geschwinge? Die kleine Uhr da, wie die schnell hin und her wedelt. Da muss ich ja lachen. Hallo, du da. Du, hallo. Warum läufst du denn so schnell? Lass dir doch Zeit, sonst geht der Tag so schnell vorbei. Nimm dir mal ein Beispiel an der großen Uhr. Da, an der da, schau. Na, was sagst du zu der? Was, du kleines Ding, du willst nicht folgen? Warte, ich stell dir ein Bein, dann stolperst du und hörst die Rennerei auf. Ich werde euch alle anhalten, verstanden? Zuerst dich und dann dich. So. Nur die großen, ganz langsamen dürfen ticken. Ja, so ist's gut. So ist es eine Wohl. Jakob, in einer Stunde möchte ich wegfahren. Sagen Sie bitte dem Chauffeur Bescheid. Und bringen Sie mir doch schnell aus dem Uhrenzimmer meine Briefmappe. Sehr wohl, Frau Gräfin. Ui, der Gespenster Jakob kommt. Jetzt bin ich gespannt, was er sagt, wenn die kleinen Uhren alle stillstehen. Frau Gräfin! Oh, Herr des Himmels! Frau Gräfin! Ja, was ist denn, Jakob? Was ist denn? Ist wieder was hinuntergefallen? Oder finden Sie meine Mappe nicht? Frau Gräfin, die Uhren stehen. Mich schaudert. Aber Jakob, Sie haben eben gestern vergessen, die Uhren aufzuziehen. Das ist alles. Mit Verlaub, Frau Gräfin, ich habe sie aufgezogen. Ja, die großen. Aber die gehen ja auch noch. Die Kleinen stehen, weil sie eben schneller ablaufen. Die Kleinen stehen, weil sie angehalten wurden. Von Geisterhand. Ach. Ich mutmaße, wenn Sie gestatten, dass ihr bereits auf Schloss Althausen stets tätiger Urahn Egidius uns hier heimzusuchen. Ach, das liebe Gespenst Egidius, das sich immer dort aufgehalten hat, wo wir Kinder nicht hin durften, weil Mutter Angst hatte, dass wir herunterpurzeln. Zum Beispiel auf der morschen Turmtreppe. Ach, Jakob, Sie werden alt. Sie fangen an, die Märchen zu glauben, die Sie selber erfunden haben. Die Uhren sind alle zur gleichen Stunde stehen. Ach. Und das, obwohl die Gewichte noch keineswegs anzeigen, dass... Aber Jakob, Sie wissen doch, dass die kleinen Uhren bei der leisesten Erschütterung schon stehen bleiben. Vielleicht ist eine Düsenmaschine zu nah übers Dach geflogen. Wir leiden doch hier allesamt unter dem Fluglärm. Ich möchte nicht durch Widerspruch Ihren Unwillen erregen, Frau Gräfin. Aber Sie müssen mir gestatten, dass ich mir meine eigenen Gedanken mache. Und diese Gedanken machen mich schaudern. Bitteschön. Das ist Ihr Privatvergnügen. Mich schaudert's kein bisschen. Und jetzt bringen Sie mir bitte die Mappe in mein Zimmer. Sehr wohl, Frau Gräfin. Ihr könnt euch vorstellen, mit welchem Vergnügen der Kobold das Gespräch angehört hatte. Meister Eder aber hatte bald nach dem Abtransport der Kommode entdeckt, dass sein Kobold verschwunden war. Sein erster Gedanke war natürlich, dass Pumuckl seinen Vorsatz wahrgemacht hatte und mitgefahren war zur gräflichen Wohnung. Und kurz entschlossen klemmte er sich einen Hobel unter den Arm und machte sich auf den Weg zur gräflichen Wohnung. Er kam dort kurz nach der Uhrengeschichte an. Grüß Gott. Herr Eder, wenn ich nicht irre. Nein, da irren Sie sich nicht. Ich komme nur, weil ich vergessen habe, die eine Schublade abzuhoben. Die klemmt, wissen Sie? Aber das ist ja in einer Minute erledigt. Bitte treten Sie ein. Ja, ich wollte Ihnen den Weg sparen und weil ich sowieso gerade in der Gegend war. Sehr liebenswürdig. Ja, bitte? Herr Eder ist da und möchte noch etwas an der Schublade richten. Ja, bitte, führen Sie Herrn Eder in den Salon. Darf ich bitten, Herr Eder? Ja, bitteschön, Herr. Ah, da steht ja das Kommoderl. Na, das werden wir gleich haben. So. Was ich fragen wollte, ist Ihnen eigentlich irgendwas aufgefallen? An der Schublade? Nein. Nein, nicht direkt an der Schublade, sondern mehr, wie soll ich sagen? Ich meine,
Ist Ihnen nicht sonst was aufgefallen? Ich weiß nicht, auf was Sie anspielen, Herr Eder. Ja, es klingt auch dumm, aber ist nichts runtergefallen oder so? Die Schublade ist uns nicht heruntergefallen, wenn Sie das meinen. Also, halten Sie mich nicht für narrisch, aber die Schwerter zum Beispiel da drüben. Herr Eder, woher wissen Sie? Haben Sie, solange die Kommode bei Ihnen war, ähnliche Wahrnehmungen gemacht? Ja. Das ist höchst interessant. Dann ist das Gespenst doch an die Kommode gebunden. Was? Ich hab's mir gleich gedacht. Hat er bei Ihnen auch gespukt? Das ist bestimmt Egidius. Hä? Ein auf geheimnisvolle Weise umgekommener Vorfahre unserer Frau Gräfin. Ja, von mir aus nennen Sie ihn Egidius. Ich nenne ihn Pumuckl. Das wird er Ihnen aber übel vermerken. Pumuckl ist kein hoffähiger Name. Ja, ich glaube eher, dass er es übel vermerkt, wenn Sie ihn Egidius nennen. Er hat zwei Schwerter heruntergeworfen und die Uhren zum Stehen gebracht. Ach, das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Psst, nicht so laut. Ja. Frau Gräfin kommt. Grüß Gott, Herr Eder. Das ist aber nett, dass Sie kommen. Ja. Ja, aber was machen Sie beide denn für Gesichter? Sie schauen rein, als hätte ich Sie bei etwas ertappt. Wenn Frau Gräfin schon etwas gemerkt haben, dann erlaube ich mir, Folgendes auszusprechen. Herr Eder hat ebenfalls Egidius bemerkt. Ach, ja. Da scheinen mir ja die zwei Richtigen zusammengekommen zu sein. Verzeihen Sie, aber ich halte Sie beide für Kindsköpfe. Ich verstehe Sie gut, Frau Gräfin, aber in dem Fall, da haben Sie nicht recht. Nein. Es ist zwar nicht der Egidius, aber das ist letztlich wurscht. Ja, was ist es denn dann, lieber Meister? Bloß ein Kobold. Der Pumuckl. Aha. Und wenn Sie mir einen Augenblick hier allein lassen, na wäre die, wissen Sie nachher, meine, wäre der sichtbar und ich kann ihn mitnehmen und Sie haben nachher Ihre Ruhe. Herr Eder, bitte, nehmen Sie mir das nicht als Misstrauen, wenn ich Sie hier nicht allein lasse. Ja. Ich weiß, Sie sind ein ehrlicher Mann, aber ich möchte den Unfug nicht weiter zulassen. Sie spielen eben das Spiel mit, das ist nett von Ihnen, dass Sie ihn auf diese Art von dieser Gespensterseherei befreien wollen. Nein, nicht von der Gespensterseherei, sondern vom Pumuckl. Von Egidius sind wir nicht zu befreien. Nachher halt nicht. Na, geh ich halt allein. Aber ich bin auch nicht geschuld. Für Gott. Ja, auf Wiedersehen, Herr Eder. Ich weiß, Sie haben es gut gemeint. Jakob, ich muss jetzt endlich wegfahren. Bringen Sie Herrn Eder an die Tür und sagen Sie dem Chauffeur Bescheid. Sehr wohl, Frau Gräfin. Natürlich ist der Pumuckl auf die Aufforderung Eders nicht mitgekommen. Die Sache machte ihm viel zu viel Spaß. Meister Eder stand ein wenig unschlüssig auf der Straße herum. Was sollte er nur machen? Er sah nach einiger Zeit die Gräfin wegfahren. Da kehrte er entschlossen um und klingelte nochmal an der gräflichen Wohnung. Jakob öffnete. Da war ich nur einmal. Es ist wegen Pumuckl. Herr Eder, nehmen Sie bitte nicht dieses vulgäre Wort in den Mund. Nicht im Zusammenhang mit den gräflichen Ahnen. Es wird tief verübelt. Glauben Sie mir's doch, das hat gar nichts mit den Ahnen zu tun. Das ist ein Kobold und kein Gespenst. Gespenster gibt's wirklich nicht. Da hat Frau Gräfin schon recht. Ich möchte Sie nicht kränken, aber nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass es in gräflichen Familien des Öfteren Gespenster gibt, aber niemals Kobolde. Kobolde entsprechen keiner vornehmen Tradition. Ja, von mir aus. Es ist ja auch nicht ein gräflicher Kobold, sondern ein ganzer Schlichter, der bei mir haust. Möglich, dass bei Ihnen solches Gelichter haust. Bei uns nicht. Sieh, gell? Der Pumuckl ist kein Gelichter. Das ist ein netter Kerl. Und wenn Sie mich reinlassen und allein schauen lassen, wo er ist, dann werden Sie schon sehen, dass Ihr Egidius auch verschwunden ist. Aber wenn der Pumuckl das Gespräch gehört hat, nachher werden Sie was erleben. Das sag ich Ihnen. Und jetzt endgültig für Gott. Der Pumuckl hatte das Gespräch gehört. Und der Meister Eder, der doch seinen Kobold kennt, hatte richtig prophezeit. Voll Zorn über die abfällige Art, in der der Diener Jakob über Kobolde gesprochen hatte, sprang er wie ein Floh in der gräflichen Wohnung hin und her. Oh, Gelichter, hat er gesagt. Ich und ein Gelichter. Kränkung, Beleidigung und keine vornehme Tradition.
Kobolde haben die vornehmlichste Tradition, die es gibt. Oh, das fordert Rache, fürchterliche Rache. Ich muss was tun, was Gespenster nicht tun. Aber was tun denn Wesen, die es nicht gibt? Halt, ich hab's. Jemand, den es nicht gibt, der kann auch nicht zwicken und picken, der kann... Pumuckl rannte los und suchte Jakob. Er war in keinem der Wohnräume. Endlich hörte er die Stimme des Dieners aus der Küche, wo er gerade seinen Nachmittagskaffee in Gesellschaft der Köchin trank. Pumuckl witschte hinein. Ich weiß, Fräulein Marie, Sie sind zu sehr irdischen Dingen zugewandt, als dass Sie dafür Verständnis hätten. Ach, gehen Sie zu. Aber glauben Sie einem alten Mann? Na, da gebe ich der Frau Gräfin recht. Gespenster gibt's nicht. Dagegen gibt's doch, an denen alles schief geht. Da kann man schon eher an einen Kobold vom Herrn Eder glauben. Schenken Sie einen noch ein. Es ist schon noch ein Kaffee drin in der Kanne. Bin so frei. Au! Ja, wie hat denn jetzt das gemacht? Der ganze Kaffee auf dem Boden und die schöne Kanne ist hier. Vor lauter Gespenster können es wohl Kaffeekanne nicht halten. Ich weiß auch nicht, wie das gegangen ist. Mich hat etwas gezwickt und... Ach, gezwickt wird's was haben. Ihr Gespenst vielleicht? Nein, sowas tun Gespenster nicht. Wo ist denn jetzt mein Putzlumpen? Den habe ich doch gerade vorhin in der Hand gehabt. Herr Schaffzeitling, wo ist denn der Putzlumpen? Ich hole Schaufel und Besen. Die Schaufel steht unterm Herd. Nein, sie steht nicht unterm Herd. Ach, freilich, da habe ich doch vorhin hingestellt. Mach es halt Daumen auf. Es ist nutzlos, Augen aufzumachen, wenn man deutlich sieht, dass die Schaufel nicht da ist. Ja, wie schauen denn sie überhaupt aus? Ja, voller Butter. Da vorne runter sind sie voller Butter. Und ihr Semmel liegt mit im Kaffee am Boden. Ja, wann haben sie denn jetzt den runtergeschmissen? Die habe ich ja gar nicht... Ach. Oh, die schöne Livree. Frau Gräfin wird schelten. Habt Sie ein Fleckmittel? Ich sag schon, Kuckuck, wo ist denn mein Putzlumpen? Wo haben Sie ein Fleckmittel? Nehmen Sie das Benzin, da drüben steht's. Nein, es steht nicht da drüben. Es steht da drüben, ich seh's doch. Tatsächlich. Jetzt schmeißt er das Benzin auch noch am Boden. Der Gestank jetzt da herin. Und wo ist denn der Putzlumpen? Ich bin an das Benzin noch gar nicht richtig hingekommen. Ach. Da ist es schon hinuntergefallen. Ach, hören Sie doch mit den Krampf auf. Von allein fällt nichts runter. Also wenn ich jetzt gleich den Putzlumpen nicht finde, dann wäre ich narrisch. Überflüssig. Er liegt vor Ihnen auf dem Boden. Wer? Der Putzlumpen. Tatsächlich. Jetzt glaube ich selber an Gespenster. In diesem Fall ziehe ich es vor, an Kobolde zu glauben. Das ist nicht gespenstisch, das ist boshaft. Au! Aber was heißt au? Ich beliebte neuerdings, etwas zu zwicken. Ich werde Herrn Eder hierher bitten. Nee, machen Sie ihn doch nicht lächerlich. Der hat doch bloß einen Spaß gemacht. Möglich, aber mir geht der Spaß zu weit. So kam es, dass gegen Abend Jakob an Eders Werkstatt klopfte. Das Gesicht des Dieners war weit weniger hochmütig als am Nachmittag. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Eder, aber... Ist was passiert? Ja, man kann es so nennen. Man könnte es auch mit Ungeschicklichkeit erklären, aber... Haben Sie was runtergeschmissen? Woher wissen Sie das? Mei, ich kenne halt meinen Pumuckl. Die Art, wie Sie über ihn gesprochen haben, das vertragt er nicht. Ich weiß nicht, ob Sie nur zu scherzen belieben. Aber sehen Sie meine Livree an. Sauber, da haben Sie sich ganz schön vollgeschmiert. Ich? Ja, wer denn sonst? Ja, falls Sie nicht gescherzt haben sollten und Ihr Angebot aufrechterhalten würden, dann... Was für ein Angebot? Ich meine, die Frau Gräfin ist nicht zu Hause und wenn Sie Lust hätten... Sie könnten jetzt über die Räume allein verfügen. So, und Sie von dem Gelichter befreien. So haben Sie doch gesagt. Es war nicht so gemeint. Ich meine, am besten meine ich gar nichts mehr. Ja, das ist am besten. Also, ich komme mit. Und wenn Sie nachher Ihre Ruhe haben, dann wird nie mehr über die Geschichte geredet. Ausgemacht? Gerne. Die Frau Gräfin schätzt es sowieso nicht. Und was ist nachher mit Ihrem Egidius? Auch darüber werde ich nie mehr einen Ton verlieren. Gut, dann gehen wir.
So kam Meister Eder das dritte Mal an diesem Tag in die gräfliche Wohnung. Damit er seinen Kobold auch überall ungestört suchen konnte, ließ sich's der Diener Jakob angelegen sein, Marie zu einem Glas Wein einzuladen. Der Meister Eder aber ging von Zimmer zu Zimmer und rief: Pumuckl! Pumuckl! Pumuckl, komm her! Jetzt gehen wir wieder heim, Pumuckl, komm! Pumuckl! No! Der Herr von Pumuckl gerühmt in dem Lüster zu sitzen. Wenn Herr Eder so gütig wäre, seine Augen zur Decke zu heben, dann wäre der Herr von Pumuckl gesonnen, ihn zu begrüßen. Feigrat, da sitzt er ja. Ja. Na, du musst es ja kreislich trieben haben, dass man mich geholt hat. Oh, bitte, pardon, ich triebte es nicht kräuselig, sondern grauselig. Ja? Die Kanne beliebte zu zerschellen. Na. Das Benzin ließ es sich angelegen sein, auf dem Küchenboden herumzufließen. Die Buttersemmel erlaubte sich, über den Anzug zu fallen. Und der Putzlampen erfreute sich eines Verstockstuhles. Also, du wirst das Rabazi sein. Also, komm, Pumuckl, jetzt geh mal runter. Ich hab Hunger und du sicher auch. Aber Sie, Eder, Hunger, ja? Nehmen Sie bitte nicht dieses vulgäre Wort in den Mund. Nicht im Zusammenhang mit vornehmen Pumuckeln. Es wird tief verübelt. Also wenn du nicht gleich runterkommst, na fang ich an, was tief zu verübeln. Das würde nicht unserer vornehmen Tradition entsprechen. Ich bin nämlich kein Gelüchter. Nein, was? Ich bin nämlich kein Gelüchter. Ich bin kein Gelüchter. Ich bin kein Gelüchter. Wenn man in einer Lampe sitzt mit so viel Lichter und sich so aufführt wie du, nachher weiß ich nicht, ob das Wort Gelichter nicht vielleicht da. Nein! Ich bin schon herunter. Na, also nachher. Ja, bin ich jetzt immer noch ein Gelichter? Na, jetzt denn nimmer. Ja. Also komm her, geh weiter, Pumuckl. Setz dich da rein, meine Taschen, dann gehen wir heim. Ja, ist eine Tasche auch etwas Vornehmes? Ja, äußerst vornehm, glauben wir es. Ja, ich glaube das. Okay. Hier wird es mir nämlich allmählich auch zu langweilig. Das sag ich weißt ja. Weißt du, kein bisschen Hobelspäne ist hier. Und keine schöne Hobelbank. Na. Und keine Säge, die laut kreischt, wenn du Holz auseinanderschneidest. Und keine Schaukel. In der du dichten kannst. Ich dichte. Und kein warmes Pumuckelsbett zum Schlafen. Ja, ja, das ist wahr. Komm, also gehen wir. Aber gehen wir vornehm, ja? Ja, ja. Ganz vornehm. Reiche mir deinen Arm. Ja, jetzt geh nur zu. Ägidius, grüße den Herrn Jakob und beliebe ihn zu trösten, wenn er die Uhren aufziehen will. Die Schlüssel sind nämlich ein bisschen durcheinander geraten. Nun, über die Tatsache, dass man eine Stunde lang Uhrenschlüssel ausprobieren muss, kann einen kein Gespenst der Welt trösten. Vor allem dann nicht, wenn es keines gibt. Aber der Diener Jakob verlor kein Wort über die Sache. Er war am nächsten Tag nämlich doch nicht ganz sicher, ob er in seiner Verwirrtheit nicht selber die Schlüssel durcheinander gebracht hatte. Er wartete noch eine Zeit lang, ob sich Ägidius nicht wieder meldete. Vergebens. Dann beschloss er, gewillt zu sein, die Angelegenheit gehorsamst auf sich beruhen zu lassen. Vornehm ausgedrückt. Der Pumuckl aber fand es auf die Dauer zu anstrengend, gewillt zu sein, zur Kenntnis zu nehmen, etwas verübeln zu müssen. Und das ist auch gut so. Denn wir sind gewillt, das nächste Mal zu hören, wie die Geschichte weitergeht.